Hallo liebe Naturfreunde, heute zeigen wir euch, wie wir Wein aus Vogelbeeren machen. Man findet diese Früchte auch jetzt im Januar noch an den Bäumen, wir haben sie allerdings schon Ende Oktober gepflückt. Da der vollständige Herstellungsprozess immer mindestens 8 Wochen dauert, können wir euch dieses Video allerdings erst jetzt zeigen. Für unser Rezept benötigen wir ca. 3 Kilogramm Früchte, die wir zunächst von den Stielen entfernen und dann gründlich in lauwarmem Wasser waschen. Die in den Früchten enthaltenen Bitterstoffe kann man bekömmlicher machen durch Frosteinwirkung, entweder am Baum oder auch in der Gefriertruhe oder wie hier gezeigt auch durch kurzes Aufkochen. Wir geben die Vogelbeeren dazu in einen Topf mit wenig Wasser, kochen sie einmal kurz auf, bis sie zerplatzen. Und dann zerdrücken wir sie ein wenig und lassen sie abkühlen für den Weinansatz. Die Vogelbeeren sind sehr säure- und extraktreich, sodass sie für die Weinbereitung gut geeignet sind. Wir haben zur Eberesche schon einige Videos gemacht, in denen ich auch einige weitere Infos zu den Inhaltsstoffen und zur Verarbeitung erklärt habe. Seht euch diese gerne mal an. Falls euch das Thema Selbstversorgung generell interessiert, könnt ihr auch sehr gerne unseren Kanal abonnieren. Als nächstes lösen wir etwa 2,5 Kilogramm Zucker in 7,5 Litern lauwarmem Wasser auf und füllen dieses in den Gärballon ein. Die Wassertemperatur muss unter 40 Grad Celsius betragen, da ansonsten die Hefekultur, die wir später hinzufügen, Schaden nehmen könnte. Dann geben wir die zerdrückten Vogelbeeren dazu. Ihr seht, dass das Ganze schon relativ flüssig ist. Außerdem geben wir noch 30 Gramm Zitronensäure hinzu. Leider habe ich vergessen, dies zu filmen. Der erhöhte Säuregehalt verbessert den Geschmack des Weins und verhindert unerwünschte Bakterien während der Gärung. Außerdem benötigen wir noch 10 Milliliter Antigel, ein Mittel, das ein Gelieren der Früchte verhindern soll. Nun fehlt noch die Hefekultur. Diese setzen wir etwa 3 Tage vorher an mit etwas Fruchtsaft. Wir benutzen hier eine Reinzuchthefe der Rasse Portwein, die man beispielsweise im Baumarkt bekommt. In diesem Weinballon findet nun anschließend eine Alkoholgärung statt. Die vorhandene Hefe wandelt den Zucker in Alkohol um und setzt dabei CO2 frei. Damit dies ungehindert entweichen kann, benötigt man dieses Ventil, eine sogenannte Gärglocke. Außerdem soll diese verhindern, dass Luft von außen in den Weinballon gelangen kann. Wir lassen dieses Gemisch aus Wasser und Früchten nun etwa 8 Tage gären. Dann sieht das Ganze so aus, an der Oberfläche bildet sich Schaum und die Früchte steigen auf. Dies bezeichnet man als Maischegärung. Da in den Früchten auch Kerne enthalten sind, muss die Maische nach etwa einer Woche abgepresst werden, da diese den Geschmack des Weins ansonsten negativ beeinflussen könnten. Wir gießen nun also den gesamten Inhalt des Weinballons in unsere Obstpresse. Diese enthält ebenfalls ein Sieb, sodass der Wein auch gleich grob gefiltert wird. Die gefilterte Flüssigkeit lassen wir dann gleich in den nächsten Weinballon einlaufen. Auf dem Kanal findet ihr übrigens eine Playlist mit vielen weiteren Weinvideos, in denen ihr die Weinbereitung noch genauer ansehen könnt. Der fertige Wein wird dann kräftig orange sein, diese Farbe kann man hier schon erahnen. Allerdings ist hier noch sehr viel Fruchtfleisch enthalten, das heißt ein weiterer Filtervorgang ist nötig, wenn die Gärung abgeschlossen ist. Die Früchte, die sich hier jetzt in der Presse befinden, enthalten noch sehr viel Saft. Diesen werden wir jetzt noch herauspressen. Wir benutzen hier eine Edelstahl-Spindelpresse, die sich komplett zerlegen und somit auch leicht reinigen lässt. Durch den Pressvorgang erhalten wir noch ca. 1 Liter weiteren Saft. Die Pressrückstände, die dann noch zurückbleiben, kann man übrigens auch noch vielfältig verwenden, beispielsweise für Fruchtleder oder zum Trocknen. Dazu haben wir auch einige Videos gemacht, seht euch diese gerne mal an. Natürlich probieren wir zwischendurch auch mal. So ein 8 Tage alter Wein schmeckt am ehesten wie Limonade, da der Zucker noch nicht vollständig umgesetzt worden ist. Unseren Weinballon verschließen wir jetzt wieder mit der Gärglocke und lassen das Ganze noch etwa 4 bis 5 Wochen weiter gären, bis sich die Gärglocke nicht mehr bewegt.
Der Prozess ist vollständig abgeschlossen, wenn das Fruchtfleisch komplett zu Boden sinkt und ebenfalls die Hefe. So sieht das Ganze dann aus. Wir kippen nun diesen Weinballon vorsichtig und gießen die klare Flüssigkeit vom Bodensatz ab. Wie findet ihr eigentlich die Farbe dieses Weins? Unglaublich, oder? Ich bin jedes Mal begeistert, wenn wir diesen Weinansatz machen. Wie ihr seht, ist die Flüssigkeit auch schon sehr klar geworden. Allerdings haben wir noch einige Schwebeteilchen. Das heißt, bevor wir das Ganze in Flaschen füllen, werden wir den Wein noch filtern. Aus dem Bodensatz, den ihr hier noch in der Flasche seht, haben wir übrigens das Fruchtleder gemacht. Das Video ist auch schon auf dem Kanal. Ich verlinke es euch in der Videobeschreibung. Zum Schluss gießen wir den fertigen Wein durch ein T-Sieb aus Papier. Dies hat sich für uns am besten und am praktischsten erwiesen. Im Bodensatz befindet sich übrigens auch noch ein wenig Wein. Aus dieser Flüssigkeit haben wir den Glühwein gemacht. Auch dieses Video findet ihr auf dem Kanal. Aus unserem Ansatz konnten wir nun ca. 9 Liter Vogelbeerenwein gewinnen. Vielen Dank fürs Zusehen heute.